Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends. Und ja, heute geht es wieder in Murphys Katakomben. Ja, es wird gleich noch ein bisschen langweilig. Fand es vielleicht gut, dass wir mal auch was anderes hatten. Hier kannst du was empfehlen. Aber naja, heute müssen wir wieder zurück in den alten Trott. Und ihr seht am Anfang, ist es immer so gleich kack. Aber gegen Ende wird es doch nochmal interessant. Es kommen noch ein paar Elemente, die wir so bisher noch nicht so da drin hatten. Die werde ich euch noch mal ein bisschen vorstellen. Ansonsten hier einfach ganz normal hochziehen. Und die ersten 300 Meter sind auf jeden Fall gar kein Problem. Oder sollten kein Problem sein. So, hier kriegen wir dann auch noch mal einen kleinen Teil hier hoch. Hatten wir gerade eben schon mal am Anfang. Hier auch wieder Seilspringen, klatschen, Seilspringen, hüpfen. Kein Problem. Hier können wir einen großen Sprung machen, brauchen wir uns nicht besonders anstrengen. Seile teilen. Und dann halt eben entsprechend. Auch hier wieder, wenn es ein Auge gibt, einfach anklatschen. Auch hier, wir lassen uns einfach durchschwingen. Wir müssten eigentlich gar nicht extra hüpfen. Und können das Ganze einfach so überleben. Hier haben wir wieder eine kleine Pause, 600 Meter, die Hälfte ist schon geschafft. Dann Ring rüber. 110, kleiner Sprung. Ja, also alles noch der einfache Bereich. Also bis 1000 Meter ist eigentlich recht einfach und sollte für euch auch kein Problem sein. Hier nehmen wir nicht den Sprung über den Sack, sondern machen den Direktsprung, geht auch und geht sogar ein bisschen schneller. Dann haben wir wieder ein bisschen Zeit vor der Flammenwand hinten. Und so, dieses Element können wir auch runterziehen, hochziehen, abschneiden und übersprechen. Pause, 900 Meter. Gleich haben wir es geschafft. Einmal abschneiden, einfach runterfallen lassen. Ja, auch wieder klatschen, Ringe springen. Hier müssen wir leider durch die Wände. Können die Ringe direkt gleich abschneiden. Auch wieder auf die Wand. Hier, wie wild, auf die gelbe Tasche drücken. Das hätte unten am Gamepad. Weil die Teile bleiben hier oben. Hier nicht vergessen, den Ring rüberziehen. Sonst stirbt man einfach. Und dann können wir hier auch schon fallen lassen. Das ist auch nochmal, kennen wir in anderer Variante, mit den, ohne Stacheln. Dieses Element hatten wir gerade eben schon einmal. Nochmal welche. Und wir haben schon 1300 Meter, also jetzt wird es schwieriger. Den kennen wir von gerade eben. Da habe ich den Absprung ein bisschen nicht ganz genau geschafft. Rüber. Abklatschen. Und jetzt kommt das Eklige. Da muss man ein paar Mal üben, dass man diese Stelle richtig. Klappt. Und hier bin ich jetzt ganz vorsichtig, weil ich vorher schon entsprechend gestorben bin. Mich schnappt auch fast die Flammenwand. Aber ich komme weiter, komme eins weiter und verpasse hier den Anspruch. Aber es reicht für den Goldpokal. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und es hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn ja, könnt ihr gerne live geben. Ansonsten freue ich mich morgen auf die nächste Runde hier bei der Daily Challenge und wünsche euch alles Gute. Bis dann.